Hallo, herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog. Service, Nachrichten und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. VW möchte nächstes Jahr fast doppelt so viele Elektroautos produzieren wie Tesla. Dann gibt es erste Bilder vom Interieur des Porsche Taycans. Ich finde sie sehr spannend. Und wir haben natürlich jede Menge andere News in dem Nachrichtenüberblick. Also lasst uns loslegen. Der neue Opel Corsa feiert sein Weltdebüt am 4. Juni und das Interessante für uns Elektroauto-Interessierte ist, dass bereits vom Start weg das Auto auch elektrisch bestellt werden kann. Also insofern keine Verzögerung, keine Vorabreservierung, sondern eben halt direkt bestellbar. Wenn du neu dabei bist und dir noch meine Nachrichten bisher nicht angeschaut hast, für dich als Tipp: Die Artikel, die ich dir hier vorstelle, findest du als Link unter dem Video in der Beschreibungsbox und kannst sie somit nochmal im Detail durchlesen. Was ich immer spannend finde, ist Effizienzsteigerung. Jetzt ist es so, dass hier Silicon Mobility in dem Bereich Konverter und dem Wechselrichter auch eine entsprechende Steigerung erreichen konnte. Das heißt, 20% mehr Energie können aus dem vorhandenen Akku mit dieser neuen Software rausgeholt werden. Und das ist natürlich sehr interessant, weil der Akku ja auch eine große Ressource ist und dementsprechend, wenn dieser sinnvoller genutzt werden kann, wenn zum Beispiel der Strom aus dem Akku von DC in AC umgewandelt wird, dann ist das eine gute Sache. Gucken wir uns mal die Tankstelle der Zukunft an. Hier zum Beispiel in der Schweiz ist jetzt erstmals ein sehr großer Supercharger. Insgesamt hat dieser 24 Ladeplätze mit einer Lounge ausgestattet worden, das heißt mit einem Warteraum, wo man dann unter anderem eine nette Sitzmöglichkeit oder auch Kinderspielecke sowie interessant gestaltetes Interieur hat, um sich die Wartezeit zu vertreiben und wahrscheinlich, denke ich mal, um auch auf Toilette zu gehen. Also hier kann man ganz gut sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Tesla scheint hier auszuprobieren, wie in Zukunft die Standorte aussehen können. Und ich erinnere mich auch an ein Bild, wo ein sehr großer Standort in Kalifornien gezeigt worden ist, wo auch unter anderem so eine Lounge geplant worden ist. Und Tesla versucht ja immer so viel wie möglich dann auch vor Ort den Strom aus Solaranlagen zu gewinnen. Nochmal so der Vollständigkeit halber, Tesla hat die Kapitalerhöhung abgeschlossen, 2,7 Milliarden sind zusammengekommen, das heißt also Tesla hat einiges an frisches Geld bekommen. 860 Millionen Dollar sind durch die Ausgabe von neuen Aktien dazugekommen und der Rest über Wandelanleihen. Kurzes Update zum VW ID, die Hälfte der ID 3 zum Start, also 30.000 sind das, ist bereits weg. Das heißt, wenn du dich für das Auto interessierst und überlegst, es zu reservieren, solltest du das in, ja, ich sag mal, absehbarer Zeit machen, denn ich gehe fest davon aus, dass vor dem Bestellstart, vor der offiziellen Produktion, Präsentation auf der IAA im September das Kontingent auf jeden Fall weg ist. Ich habe vor kurzem auch noch ein Video gemacht zum Thema, welche Akkugröße solltest du wählen. Schau dir das Video an, wenn du dir unsicher bist, um zu entscheiden, ob du jetzt die mittlere Akkuversion zum Launch direkt bestellen willst oder vielleicht doch lieber auf die kleinere oder größere warten möchtest. VW hat eine sehr starke Äußerung gemacht, nämlich, dass sie ab 2020 mehr Produktionskapazitäten für Elektroautos vorhalten bzw. haben werden als Tesla. Gucken wir uns mal im Detail an, was sie damit meinen. Denn bisher ist es so, dass Tesla am meisten Elektroautos weltweit produziert. Aktuell sind das so um die 500.000 Autos, die Tesla jährlich mit den vorhandenen Kapazitäten produzieren kann. Wie ihr wisst, ist Tesla ja dabei, in China auch ein Werk zu bauen und weitere Gigafactories, also Produktionsstätten für die Akkus und Autos, sind in der Planung. VW hat folgende Planung, und zwar werden zwei Fabriken in China gebaut, über die dann insgesamt 600.000 Fahrzeuge, also Elektroautos, auf der MEB-Plattform produziert werden können. Zusammen mit der Gesamtkapazität des Werks in Zwickau
sind das dann 330.000 zusätzlich, also insgesamt 930.000 Fahrzeuge. Es bleibt also spannend, wie sich das entwickeln wird, ob Tesla nachlegt und aufschließt, ob VW davon läuft. Auf jeden Fall, vielleicht habt ihr es mitbekommen, am Rande gab es bei der Aktionärsversammlung ziemliche Tumulte bezüglich der Elektroauto-Strategie von VW, weil nicht alle davon so begeistert sind und dementsprechend hier ihre Meinung dann kundtun konnten. Aber auch diese Information zeigt ganz deutlich, dass VW, das kennen wir ja auch in anderen Bereichen, zwar spät kommt, dann aber wirklich gewaltig durchstartet und in der Regel dann auch Marktführer des jeweiligen Modells, Produkts, was auch immer wird, so wie das zum Beispiel auch beim Van waren. Sie waren nicht die Ersten, die einen Van im Sortiment hatten, aber sie haben mit den entsprechenden Vans Bestseller geschaffen, nachdem sie erstmal geguckt haben, was die Wettbewerber gemacht haben und dann eben halt richtig mit voller Kraft eingestiegen sind. Und so ähnlich ist das mit der Elektromobilität, wobei sie hier im Vergleich zu den anderen Autoherstellern in Deutschland durchaus eine Vorreiterrolle spielen. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, was zahlt mir VW, damit ich dir das sage, weil du enttäuscht bist von dem, was sie gemacht haben. Kurze Info, ich kriege kein Geld, sondern das ist meine persönliche Meinung zu dem Thema und dementsprechend ist hier ein sehr interessantes Produktkapazitätsportfolio jetzt vorhanden und ich gehe davon aus, dass VW hier die Entwicklung der Elektromobilität dann auch weiter mitgestalten wird und ich denke, das ist auch ganz gut für die anderen Mitbewerber, dass hier jemand jetzt Gas gibt und sie dann entsprechend auf den Zug aufspringen können. Dann ist ja die Diskussion gewesen, wo kommen die ganzen Akkus her? Da war ja immer die Information, dass VW jetzt auch in die Batteriezellproduktion einsteigen will. Ursprünglich war ja SK Innovation dort im Gespräch. Und zwar soll diese Batteriezellproduktion in Salzgitter starten. Also das heißt, in Deutschland wird eine Gigafactory, eine Batteriezellfertigung aufgebaut. Die aktuellste Info ist, dass wohl diese Zellfertigung in Salzgitter nicht mit SK Innovation, sondern mit Northvolt ausgeführt wird. Das ist wahrscheinlich der Tatsache geschuldet, dass es ja Querelen mit LG Chem gab, die gesagt haben, wenn ihr jetzt mit SK Innovationen arbeitet, dann kriegt ihr keine Akkus mehr von uns. Also da ist im Hintergrund ziemlich viel Kampf unterwegs und insofern ist eventuell jetzt hier Northvolt, ich sage mal der Weiße Ritter oder wie man das nennt, sozusagen der unbeteiligte Dritte, die Schweiz der Batteriezellfertigung, sodass hier VW dann zusammen mit Northvolt die Zellfertigung vornehmen kann. Und das ist natürlich sehr wichtig, weil so eine größere Unabhängigkeit besteht und sie dann in Zukunft auch die Akkuzellen bekommen, die sie für die vielen Elektroautos brauchen. Nichtsdestotrotz ist VW hier zusammen mit Northvolt nicht die einzige Firma, die eine Batteriezellfertigung aufbaut, sondern auch der US-Batteriehersteller Farasis Energy baut hier in den kommenden Jahren in Bitterfeld ein Fertigungswerk für Akkus auf. Ja, wo wir die ganze Zeit schon so im Produktionsrausch sind, noch kurz die Info, der Mercedes EQC wird gefertigt und zwar mit 100 Exemplaren pro Tag. Das heißt also, wir reden hier von 700 die Woche. Und wenn man das dann in Relation setzt zu dem, was Tesla zum Beispiel produziert mit den 7.000 bis 10.000 Autos pro Woche, die angedacht waren. Aktuell habe ich jetzt gar keinen Stand. Ich denke, es sind so 5.000, 6.000 war es jetzt immer wieder mal. Dann sieht man mal, wie die Relation ist und wie wenig eigentlich im Verhältnis hier bei Mercedes gebaut wird. Ich hoffe, dass die Besteller dann rechtzeitig ihr Fahrzeug bekommen, um dann damit fahren zu können. Auch in der Tankstellenbranche ist ein Umschwung zu spüren. Zum einen ist es so, dass Shell jetzt in diesem Jahr noch 50 Schnellladesäulen, also das heißt mit mehr als 150 kW Ladeleistung, an Tankstellen bundesweit hier in Deutschland aufbauen wird. Das heißt, ihr seht, die HPC-Lader werden immer zahlreicher. Hier ist immer der große Vorteil gegenüber dem Tesla Supercharger-Netzwerk, dass das mehrere Hersteller sind, die hier gemeinsam dran arbeiten, dass sie Fördergelder bekommen und dementsprechend natürlich hier auch
schneller ausbauen können. Der große Nachteil ist, dass es mehrere Hersteller, verschiedene Betreiber sind, somit kein eigenständiges Ökosystem und somit das Ganze fehleranfälliger ist. Also zuverlässiger ist nach wie vor das Tesla Supercharger Netzwerk. Aber in den nächsten Jahren wird das hier also deutlich sich verändern. Ich empfinde das so ein bisschen wie 2017, als plötzlich dann das Fahren zum Beispiel mit dem Elektroauto von Kiel nach Berlin möglich war mit unserem BMW i3, weil überall diese Tank- und Rast-Ladestationen, diese 50 kW Triple Charger aus dem Boden gepoppt sind. Und ähnlich ist es jetzt mit den Schnellladesäulen, denn nicht nur Shell hat neue Säulen aufgebaut oder plant sie, sondern auch die Telekom hat jetzt zwei Ultraschnelllader in Berlin aufgebaut mit 150 kW Ladeleistung, einmal im Süden und einmal im Norden von Berlin, sodass auch hier weitere Lademöglichkeiten kommen, denn im Moment oder bisher gab es ja nur den Ionity-Lader bei Porsche in, ich glaube, das war der Südosten oder so. Und dementsprechend wird die Ladesituation hier auch besser. Und das ist natürlich auch insbesondere für die interessant, die an der Laterne parken. Dann kannst du hier kurz hinfahren, dein Auto aufladen, in der Zwischenzeit irgendwas erledigen und nach einer Viertelstunde bis halben Stunde ist das Auto dann voll. Auch Großbritannien möchte nicht zurückstecken. Dementsprechend sind hier 400 HPC-Lader geplant. Ich erzähle euch das einfach nur mal so als Hintergrund, um euch zu zeigen, dass für den Audi e-tron, EQC, den ID3 und alle CCS-ladetauglichen Fahrzeuge, aber auch natürlich wie zum Beispiel Tesla Model 3 oder die zukünftigen Model S und X, die dann einen CCS-Adapter haben, sich die Ladesituation extrem entspannen wird in den nächsten Jahren und man hier deutlich mehr Möglichkeiten hat. Das Spannende, was wir natürlich nicht wissen, ist, wie die Nachfrage steigt und ob die Ladesäulenbetreiber das im Gleichgewicht halten. Tesla schafft das ja aktuell relativ gut. Es gibt immer mal wieder so ein paar Spitzenzeiten, wo es dann eventuell zu warten Zeiten kommt, aber auf der anderen Seite werden die Supercharger auch massiv ausgebaut. Also dementsprechend bin ich hier sehr zuversichtlich, was ich bei Tankstellen nicht bin. So plant zum Beispiel Reykjavik jetzt die Stilllegung von 38 Tankstellen. Denkst du, 38 ist nicht viel, aber es ist die Hälfte der Tankstellen, die aktuell in Reykjavik sind, nämlich das sind 75. Und da sieht man schon, wo die Tendenz hingeht, dass dann, ich will es jetzt nicht Reichweitenangst oder irgendwas anderes Dramatisches nennen, aber je länger du ein Auto mit Verbrennungsmotor fährst, desto weiter die Elektromobilität vorangeschritten ist, desto schwieriger wird es werden, dieses Auto zu tanken, desto länger die Wege, denn das Tankstellensterben oder der Abbau wird vorangehen und alle Tankstellenbetreiber, die nicht umsatteln, keine Ladesäulen zum Beispiel aufstellen, die werden dann hier mit ihrem Geschäftsmodell zu kämpfen haben und dementsprechend ein Blick mal in die Zukunft hier nach Island. Auch Volvo ist natürlich daran interessiert, so viele Autos wie möglich zu verkaufen, um seine Elektroautos wie zum Beispiel den Polestar 2, aber auch andere zu verkaufen. Haben sie jetzt langfristige Verträge mit CATL und LG Chem abgeschlossen, sodass hier für die Modelle in den kommenden Jahrzehnten sichergestellt sind. Das heißt also für die nächsten 10 Jahre oder für ganze 20er Jahre ist das hier wohl abgedeckt. Ich hoffe, dass sie hier sich nicht verkalkuliert haben, dass sie keine Probleme mit LG Chem und anderen bekommen, weil dann sich irgendwas verändert und sie dann die Elektroautos auch liefern können. Ja, kurz vor der Auslieferung, kurz ist relativ, aber es wird natürlich immer spannender, ist der Taycan. Und beim Taycan hatten wir ja schon immer mal wieder ein paar Bilder von außen gesehen, aber von innen nicht. Insofern finde ich das ganz spannend, dass sich jetzt hier im Taycan EV Forum erste Bilder aus dem Innenraum gesehen habe. Porsche setzt hier auf eine ganz andere Strategie, also man hat hier keine großen Displays, zumindest auf den Bildern sind keine zu sehen. Man hat das typische Kombi-Instrument, was ich vermute mal dann auch virtuell ist, also sprich man kann das wahrscheinlich dann in verschiedenen Ausprägungen, je nachdem was man nun genau wissen will, anzeigen lassen. Aber offensichtlich gibt es hier keinen großen Bildschirm, sondern eben mehrere kleinere. Hier sind nochmal ein paar Bilder von außen, sodass ihr nochmal einen ganz guten
Einblick in den Porsche Taycan bekommt. Wenn euch das jetzt Lust auf mehr macht, habe ich eine schlechte Nachricht. Der Porsche Taycan ist wohl schon die nächsten 2 Jahre ausverkauft, aber vielleicht hast du ja vorreserviert und kannst dementsprechend das Auto dann frühestmöglich in Empfang nehmen. Ja, soweit von den heutigen E-Auto-News. Ich hoffe, dir hat der Wochenüberblick gefallen. Wenn du Anmerkungen hast, Kommentare oder Fragen, ich freue mich immer, wenn du sie unter dem Video hinterlässt und versuche, so viele wie möglich zu beantworten. Wenn du den Kanal unterstützen willst, hast du 2 Möglichkeiten. Zum einen freue ich mich natürlich, wenn du einen Tesla kaufst und das über meinen Empfehlungslink machst. Das hat den Vorteil, dass du 7500 Kilometer Superchargen kostenlos machen kannst, allerdings nur noch bis zum 28. Mai, dann sind es wieder nur noch 1500. Ich kriege dafür die gleiche Summe sozusagen an Freikilometern. Oder du kannst natürlich mein Abonnent werden, wenn du es noch nicht geworden bist. Das geht auch ganz einfach. Hier auf das E-Auto Point of Interest klicken. Wichtig ist dann noch, dass du die Benachrichtigung einstellst, denn wer weiß, wann das nächste Video kommt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, dein Dirk Henningsen.